Hey, wir sind Miri und Micha und zusammen mit unserem Hund Frido reisen wir in unserem selbst ausgebauten Camper durch Europa. Eine weitere Woche Albanien steht uns bevor und diese Woche kommt es zu einer Planänderung, die wir nicht angedacht haben. Wir sind jetzt angekommen im Halbdunklen an unserem Stellplatz, nahe dem, wo wir morgen hinwollen. Und jetzt sitzen wir hier gerade schön, arbeiten noch ein bisschen, dass den Abend ausklingt. Und wir haben gerade ein ganzes Rudel Schakale heulen hören. Ich denke, es waren Schakale, weil es war ein bisschen höher als Wölfe. Wir haben es versucht, für euch aufzunehmen, weil es klang echt beeindruckend. Ich hoffe, es kommt dann im Video auch so rüber. Es war auch echt nicht weit weg, ne? Nee, es war echt nah dran. Krass. Ist es dann nur draufgelegt? Ja! Guck dir das mal an. Einfach nur draufgelegt. Wirklich nicht alle Orte mit einem Standort hier in dem Video versehen. Das heißt, wenn ihr die genauen Standorte von unseren Zielen haben wollt, dann abonniert doch den Newsletter. Da haben wir eine Karte hinzugefügt, wo ihr alle die Orte, die wir jetzt in dem Video gezeigt haben, auch findet. Raus mit dir. Hä? Raus mit dir. Frido. Lass duschen, hä? Lass duschen. Also eigentlich wollten wir heute durch den Canyon entlang des Flusses wandern, also so ein bisschen durchs Wasser. Aber das fällt jetzt sprichwörtlich auch ins Wasser, deswegen warten wir lieber bis morgen. Ich bin gerade froh, dass ich auf so einem Gravel-Abschnitt geparkt habe, weil es gab am Fluss halt noch welche, aber die waren halt auf Erde und sahen so schon tief gefurcht aus. Und da habe ich mir gedacht, wenn es Regen kommt, dann sieht der Platz dann genau so aus. Und der ist jetzt hier gerade komplett unter Wasser, der Platz. Und es fängt jetzt auch noch an zu hageln und es soll ja jetzt auch noch ein paar Stunden gehen, ne? An dieser Stelle ein kleiner Reminder, schaut doch gerne mal für tagesaktuelle Updates auf Instagram vorbei. Da heißen wir outdoor.nomaden und da gibt es in den nächsten Wochen auch eine kleine große Überraschung und noch eine Ankündigung. Also schaut da gerne einmal vorbei. So, wir packen hier in den heißen Quellen
Und wir haben gedacht, wir testen das jetzt schon mal an, nach diesen Regendüsten hier. Ja, weil wir eigentlich wollen wir nämlich zum Sonnenaufgang dahin, weil jetzt sind gerade so viele Leute da. Wollen wir nach dort? Ja. Und nicht in die Badebecken. Wo ist es wärmer? Was? Ist es hier irgendwo wärmer? Das tagsüber ist bestimmt voll schön. Quellen jetzt schon mal angetestet. Das hat sich jetzt auch echt super geleert, weil wir nämlich vorhaben, zum Sonnenaufgang nochmal hinzugehen. Und weil es mehrere Becken sind, wollten wir ja schon mal die Temperaturen auschecken. Und es ist wirklich super schön, weil die sind nochmal ganz anders als in den ganzen heißen Quellen, wo wir bisher waren. Ne? Sei es in Griechenland oder halt auch in Spanien. Super schön. Aber nicht ganz heiß. Nee, die sind deswegen, deswegen warme Quellen. Das sind keine heiße. Wir waren mal wieder schwimmen, diesmal in den heißen Quellen, aber seit wir unterwegs sind, sind wir sowieso so oft im Wasser, wie sonst bisher auf keiner Reise, aber wir nutzen einfach das Wetter und es macht so viel Spaß, wenn es draußen 30 Grad sind, einfach so ein bisschen abzukühlen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch eine Herzensempfehlung abzugeben. Und zwar gibt es dieses Handtuch, was ich benutze, was von Valleys & Hills ist. Valleys & Hills ist nämlich ein ganz kleines deutsches Unternehmen, gegründet von Christina und Andreas. Und die beiden haben es sich zur Aufgabe gemacht, Campingprodukte nachhaltiger zu gestalten. Viele Campingprodukte schaden nämlich der Umwelt und der Natur, entweder durch den Herstellungsprozess oder die verwendeten Materialien. Bei Valleys & Hills gibt es eben eine richtig tolle und vanlife-taugliche Alternative. Das sind diese Handtücher hier, die aus Bio-Baumwolle sind. Sind auch richtig klein und leicht, viel angenehmer auf der Haut und trocknen auch super schnell. Die Handtücher von Valleys & Hills gibt es in verschiedenen Farben und in vier Größen. Ich habe gerade das ganz große, was ich eigentlich immer zum Baden nehme. Außerdem gibt es noch ein mittleres, das ist nämlich meistens für die Haare, und ein ganz kleines, das wir meistens zum Händeabtrocknen im Van benutzen. Wir nutzen die Handtücher jetzt seit knapp einem Jahr und lieben sie einfach. Von daher unsere Empfehlung, schaut mal im Shop von Valleys & Hills vorbei. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und es gibt, wie auch immer bei uns, etwas zu sparen mit Outdoor Nomaden 5. Bekommt ihr 5% auf euren Warenkorb. Und wenn ihr noch ein bisschen ratlos bezüglich Weihnachtsgeschenken seid, ich glaube, das ist das perfekte Geschenk für alle Camper und Vanlifer. Und es fühlt sich echt zunehmend. Die Becken sind jetzt schon richtig voll. Gut, dass wir heute Morgen drin waren. Wir machen jetzt eine Wanderung durch den Canyon. Das ist hier der Langgaritza Canyon. Und dem kann man oben lang oder eben durch den Fluss folgen. Und wir nehmen die zweite Option. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet.
so eine Thermalquelle und wenn man hier so drin steht, kriegt man so richtig warme Füße. Voll schön. But I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. Hat es so Spaß, hier durch den Canyon zu laufen. Der wird jetzt auch immer enger und es geht so steil nach oben, das ist wirklich einfach nur atemberaubend schön. Und ja, Frieda macht es auch richtig gut. Den können wir hier sogar freilaufen lassen. Der hat richtig Spaß, hier mit uns durchs Wasser zu warten. Da kommt dann halt doch vielleicht so ein bisschen der Retriever durch. Ja, man kann das jetzt im Herbst und im Sommer kann man das gut machen. Im Frühling ist der Wasserstand wohl logischerweise viel zu hoch. Aber jetzt gerade ist es nicht mehr als knietief, also absolut machbar. Got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your hands. Es macht super viel Spaß, sich hier so lang zu schlängeln, auch für Frido. Es ist einfach gerade so schön, weil man selbst bei sehr heißen Temperaturen, trotz jetzt fast Mittagszeit, immer noch schön Schatten hat durch den Canyon. Was halt auch cool ist, dass wenn man nicht ganz bis nach hinten laufen will, also so weit wie wir, kommt trotzdem nochmal, so, keine Ahnung, 500 Meter bis 1 Kilometer von den eigentlichen Quellen entfernt nochmal andere Becken mit warmen Quellen. Und wenn man so vergleicht, bei dem anderen waren halt richtig, richtig viele Leute jetzt gerade drin und da hinten dann halt fast gar nicht mehr. Da hat man dann auch selbst tagsüber seine Ruhe. Mal schauen, ob es auch tief wird. Aber Frido macht es bisher ja super gut, da würde er das jetzt auch hinkriegen, zur Not muss er schwimmen. Stand here a while, take a little time. Since you went away, you came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. Juhu! Das wird gleich so cool! Aber leider müssen wir jetzt die Kamera wegpacken, weil zu tief. Ja, das ist kein Problem. Da ist noch genug Platz. Wohin schwimmst du denn? Wie man sieht, sieht man leider gar nichts. Das ist das Ziel gewesen von unserer Wanderung, aber der Wasserfall ist trocken. Wir haben uns das schon ein bisschen gedacht, weil es die letzten Wochen ja super trocken war in Albanien. Hatten die kleine Hoffnung, weil es gestern geregnet hat, dass vielleicht ein bisschen Wasser hier mal runterkommt. Aber ist nicht schlimm, dass er jetzt trocken ist, weil die Wanderung ist halt so super lohnenswert gewesen. Es hat so einen Spaß gemacht. Und der Rückweg wird ja auch nochmal genauso cool. Absolute Empfehlung jetzt hier. Macht das ruhig, wenn ihr in Permet seid. Zu den heißen Quellen, dann ruhig die Wanderung mitnehmen, die ist so schön.
Das war so eine schöne Tour. Aber zugegeben, im Canyon war es angenehmer als jetzt hier draußen. 30 Grad. Und es sieht nicht so aus, als wenn es sich in den nächsten Tagen abkühlen würde. Ich will mich aber nicht beschweren. Ich finde es schon ganz schön. Aber mittags rum braucht man Schattenplatz. Unterwegs, allerdings mit einer kleinen, großen Planänderung. Wir wollten ja jetzt eigentlich Richtung nordmazedonische Grenze fahren, aber das ist leider gerade nicht möglich, so wie wir uns das vorgestellt hatten. Die Straße ist zwar eigentlich eine dick eingezeichnete gelbe Linie, was bedeutet, dass es eine Hauptverkehrsstraße sein soll, allerdings ist die in extrem schlechtem Zustand auf der ja, wir haben uns da jetzt ein bisschen dazu belesen, auf Google Satellitenfunktion geguckt und so, und die ist hauptsächlich einspurig und soll zwar asphaltiert sein, aber in so schlechtem Zustand, dass man es eigentlich gar nicht mehr asphaltiert nennen kann. Und das würde bedeuten, dass diese Strecke von um die 150 Kilometer so 5 Stunden Fahrt bedeuten würde, die wahrscheinlich auch extrem stressig werden, weil man halt überall dann nicht ausweichen kann und die Straße so eng ist und ja, für den Van ist dann ja auch nicht so gut. Deswegen fahren wir jetzt zurück an die Küste und nehmen einen riesen Umweg in Kauf. Aber ein bisschen freuen wir uns auch, weil dann können wir nochmal ins Mittelmeer springen. Ja, gerade so ein LKW-Fahrer habt ihr gesehen, der hat versucht rückwärts irgendwo reinzusetzen und der hatte halt nochmal einen Anhänger dran und das war echt nicht leicht. Und dann noch dazu die ganzen Albaner jetzt gerade, die waren alle so rücksichtslos, haben dann auf der Seite, auf der anderen Seite alle überholt, sind bis zu dem LKW rangefahren, den die ganze Zeit angehupt. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist ja richtig, richtig krass gewesen. Das hat mir jetzt richtig doll leid, der hat uns jetzt vorbeigelassen. Aber das Verhalten, das war echt ganz schön wild gerade. Jetzt mal einen privaten Platz angefahren. Das ist so ein Bauernhof-Symbol auf Park for Night gewesen. Und das war so ein kleiner Zufallsfund. Und wir sind jetzt hier auf einem privaten Grundstück. Da gibt es auch nur ein Plätzchen. Und der Eigentümer hat uns jetzt gerade eingeladen von selbstgemachten Honigraki mal zu kosten. Er hat uns auch gleich die Flasche in die Hand gedrückt und haben wir mit ihm zusammen angestoßen. Und das ist wirklich ziemlich lecker. Diese Kombination aus Raki ist ja schon ein bisschen stark. Aber mit Honig ist super, super lecker. Er hat das wieder selbst gebrannt. Er hat das, genau, er hat das komplett selbst gemacht. Er ist auch Imker, auch von seinem eigenen Honig und seinen eigenen Bienen. Ja, wir sind total fasziniert. War eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Thank you.
mal, wo wir angekommen sind. Erinnert ihr euch aus dem letzten Video? Wir sind wieder am gleichen Strand. Wir mussten ja die ganze Strecke wieder zurückfahren. Aber ja, könnte schlechter sein als hier. Ich glaube, hier bleiben wir auch noch die eine oder andere Nacht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie heiß es schon wieder ist. Und ich meine, wir haben ja jetzt schon Herbst, aber hier ist es immer noch so heiß. Kaum zu glauben. Wir backen jetzt Brötchen. Das ist eine schöne Beschäftigung für heiße Tage, wo man sonst nicht so viel machen kann. So, wir haben jetzt hier... Alright. Wir haben jetzt versucht, uns Hefe zu kaufen. Das ist Trockenhefe und das heißt halt Maja in Albanien oder auf Albanisch. Und wir haben aber zwei davon gefunden. Bei dem einen steht noch irgendein Zusatz dazu und bei dem anderen steht nur Maja. Bloß ich werde auch nicht schlau für bei dem, was jetzt Google Fotos übersetzt hat. Weil ich weiß nicht, was Birre ist. Habe ich noch nie gehört, das Wort auf Deutsch. Aber ich glaube eher das hier, weil bei dem anderen übersetzt es für Süßigkeiten. Das macht ja keinen Sinn. Also die haben ja jetzt hier draußen ein bisschen den Teig gehen lassen und das sieht schon richtig aufgegangen gut aus. Ich werde jetzt noch ein bisschen einschneiden, so ganz leicht und nochmal ein bisschen mit Wasser beträufeln, dann werden die nämlich schön braun und knusprig. Auch gedacht, wir haben noch eine Packung Kichererbsen gehabt, dass wir nochmal Hummus machen, weil wir haben nämlich keine Margarine mehr oder keinen veganen Aufstrich mehr gehabt. Deswegen, das sieht gut aus. Fest mal. Oh mein Gott. Also die Brötchen und der Hummus ist richtig gut. Wirklich, wirklich lecker. Und vielleicht hat es ja einen Grund, dass wir zur Zeit so viel kochen. Und es könnte ja sein, dass ein Buch kommt, was wir schon seit über 3 Jahren in der Planung haben und jetzt endlich umsetzen. Wer weiß, wer weiß. Das muss man jetzt ja nochmal nutzen, dass man am Wasser ist, am Meer und an einer Bar, Beachbar. Ich meine, wie schön ist es denn, bei den Temperaturen einfach da zu sitzen, aufs Wasser zu schauen und ein Cappuccino oder auch ein Bier zu trinken. Heute ist so ein richtiger Fresstag. Also irgendwie dreht sich halt alles ums Essen. Nein, also wir haben schon viel gemacht, aber es war hauptsächlich Meer genießen, die Sonne genießen, ein bisschen arbeiten und halt essen. Dieses wunderschöne asiatische Erdnusssoßenrezept, das übrigens sehr lecker ist, könnte eventuell auch in diesem eventuellen Kochbuch vorkommen, was eventuell in der nächsten Zeit rauskommen könnte.
Da sich ja unsere Pläne geändert hatten und wir nicht entlang der griechischen Grenze, also an dem Grenzverlauf Richtung Norden, Richtung Nordmazedonien aufgrund der Straßensituation fahren können, müssen wir dann wieder die Küste Richtung Norden gerade fahren, wieder an Flora vorbei etc. Und das ist natürlich von den Kilometern deutlich länger. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir heute schon mal ein paar Kilometer fahren, haben tagsüber das noch genutzt an der Bar, dort zu stehen, weil es war einer unserer Lieblingsstellplätze hier in Albanien, müssen wir einfach sagen. Einfach aufzuwachen, mit dem Meeresrauschen, dann ins Wasser zu springen. Ach, das war einfach traumhaft. Und jetzt schlängeln wir uns wieder ein bisschen Richtung Norden, haben den Lugara-Pass jetzt hinter uns gelassen und schauen mal, wo es uns heute hin verschlägt. Hinten ist ja dieser Sichelstand bei Flora, wie heißt der nochmal? Dalan Beach. Es sieht einfach so krass aus, wirklich richtig schön. Are you